Mein Sohn ist 17, wenn er jetzt ein Mädel kennenlernt, was sagt er dann? Hey, ich trage dich ein in mein Funnel, dann treffen wir uns wieder in ein paar Wochen, haben wir Vertrauen aufgebaut, dann können wir loslegen. Das funktioniert nicht. Ja, erstmal geil hier zu sein. Schön, wie sich das alles entwickelt hat. Geiles Format. Ja, ich freue mich drauf. Es geht um Social Media. Allerdings wahrscheinlich nicht in die Richtung, wie ihr das jetzt vielleicht denkt, dass ich euch Social Media Tipps gebe, wie Social Media jetzt besser wird, wie man mehr Follower bekommt, mehr Reichweite. Eigentlich geht es in den ersten Minuten jetzt darum, wie scheiße gerade Social Media läuft. Und natürlich habe ich auch die Lösung dabei, wie man Social Media wieder mehr social macht. Also das ist jetzt nicht so ein typischer Content-Vortrag, wo ich alle zwei Minuten einen Tipp teile, sondern eher was, wo ich denke, da geht der Ball hin. Und mit meinem Unternehmen strukturiere ich gerade echt viel um, denn ich lebe von Social Media und das eigentlich schon, seit ich ein Business habe. Kurze Hintergrundinfo, ich habe 10 Leute im Team und wir sind jetzt eigentlich immer regelmäßig jedes Jahr bei so einem Auftragsvolumen von 1,1, 1,3 Millionen. Und es läuft alles über Social Media. Was außergewöhnlich ist, was viele immer ein bisschen wundert, wir haben kein Vertriebsteam, ich habe noch nicht mal ein CRM-System, wir telefonieren nicht. Also egal was, für keine Verkaufsgespräche, kein Strategie-Call, Erstgespräch, Beratungsgespräch, nix. Weil ich mir irgendwann gesagt habe, wer einen Urlaub im Internet buchen kann für ein paar tausend Euro, ohne ins Reisebüro zu gehen, da brauche ich mich auch nicht am Telefon. Ich überzeuge auf Social Media, ich zeige, was ich mache, baue Vertrauen auf und dann buchst du. So. Und das mache ich schon immer so. Also auch Werbeanzeigen, ganz wenig nur. Also ich bin schon nicht abhängig, aber das Social Media Game ist genau mein Spiel, was ich gerne mache. Und im Moment passieren Dinge oder so die letzten Monate verstärkt, das hat schon vor einiger Zeit angefangen, die gefallen mir persönlich nicht. Und deswegen strukturiere ich gerade um und setze auf etwas, schon noch auf Social Media, aber auf ein anderes Social Media. Und das will ich euch heute, wenn das die einzige Kernbotschaft heute ist von diesem Vortrag, die ihr mitnehmt, dann hat es sich schon bezahlt gemacht. Ja, ihr habt ja gar nichts gezahlt, aber egal, dann hat es sich trotzdem gelohnt. Und das Ding ist halt, das, was ich jetzt sage, ist erst in einem halben Jahr eigentlich, glaube ich, so richtig notwendig. Deswegen braucht ihr euch jetzt keinen Druck machen irgendwie. Das ist jetzt so ein bisschen Vorausrennen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Social-Media-Problem, was ich meine. Weil oft bekomme ich auch so gesagt, ja, Kelvin, Instagram, Facebook kürzt die Reichweite, ne? Was soll man jetzt noch machen, ganz schwer Follower aufzubauen. Stellt euch mal das Bild vor, ihr, in eurer Nähe gibt es einen Club, ne? Also einen Club, wo ihr regelmäßig hingeht. Da geht ihr einmal die Woche etwa hin in diesen Club, vielleicht auch zweimal die Woche, ne? Und habt da eine geile Zeit. Und in diesen Club passen 150, 200 Leute rein. Wenn ihr permanent in diesen Club geht, werdet ihr irgendwann die Leute kennenlernen. Ihr werdet sie grüßen, ihr werdet sie wiedererkennen, ihr werdet einmal mit der Person reden, einmal mit der Person reden. Irgendwann kommt der Clubbesitzer rein und sagt so, hey, guck mal, den kenne ich auch und so weiter. Und das ist Social Media. Und so war Social Media gedacht, so wurde jede Plattform begonnen. Der Ursprung war immer mit anderen zusammen connecten. Aber dann ist etwas passiert, der Club wurde immer voller. Und irgendwann war der zu klein und dann wurde angebaut. Plötzlich passen 1.000 Leute in den Club und plötzlich passen 5.000 Leute rein. Und was passiert, wenn du in den Club gehst von 5.000 Menschen? Die Aufmerksamkeit verteilt sich. Die Leute, die du vorher noch in einem Smalltalk, mit denen du dich unterhalten hast, die siehst du jetzt nur noch ganz kurz am Vorbeigehen. Ah, guck mal, bist immer noch hier. Aber es entstehen keine Gespräche mehr. Und viele siehst du auch nicht mehr. Das heißt, es wird immer weniger social. Und es ist ja auch so, dass permanent ein neuer Club öffnet. Und nicht nur das. Die Musik wird immer lauter und die Musik wird immer geiler, hochwertiger. Ne? Das heißt, wir gehen nicht mehr in den Club wegen den Menschen, sondern wegen der scheiß Musik eigentlich. Und deswegen sieht Social Media so aus. Und das hat auch seine Vorteile hier und da. Aber ich würde mir wünschen, wenn ich auf Social Media bin, dass die Menschen mehr nach links und nach rechts gucken, wer neben ihnen steht, um zu connecten, und nicht nach vorne oder sogar nach oben.
Da oben ist einer, ja, toll, geil, super, toll gemacht, geile Kommentare und ich schreie nur in der Hoffnung, ich bekomme was zurück. So, und dieses Game hat so drastisch zugenommen, die letzten Monate besonders, dazu komme ich gleich. Man kann Social Media noch weiter nutzen, aber wenn man das verfolgt, worauf mein Business aufgebaut ist, und ich habe euch eine Grafik mitgebracht mit meinem absoluten Leitfaden, das ist meine ganze Social Media Strategie in einem Bild, die könnt ihr euch auch abfotografieren, also gerne Handy bereithalten, dann kann ich das nicht rechts mit der Bühne so spielen. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist das, was heute hier ist, was später in den 45 Minuten draußen passiert. Das ist die Zukunft. Und das gilt es online zu bringen. Ne? Das gehört auch dazu, aber viel wichtiger sind die 45 Minuten danach, wenn keiner mehr auf der Bühne steht. Und da will ich jetzt darauf eingehen, warum das immer mehr so wird. Das liegt natürlich an der KI. Ne? Also der Content wird immer geiler. YouTube-Videos sehen schon aus wie Netflix-Produktionen. Netflix-Produktionen sehen aus wie Kinoblockbuster. Ich gucke einen Netflix-Film und denke, das ist ein Kinofilm. Die Qualität wird immer krasser. Und man hat ja natürlich auch mit den Möglichkeiten von Midjourney, ChatGPT, ich nutze das ja auch alles. ChatGPT schreibt wie ich, wenn ihr auf meinen Instagram-Account geht, ich habe extra die letzten 5 Postings hochgeladen, da seht ihr nur KI-erstellte Bilder und überwiegend KI-Texte. Ihr erkennt keinen Unterschied, weil ChatGPT hat eine Schreibanalyse mit meinem Stil gemacht, der schreibt wie ich, das ist erschreckend, ich erschrecke manchmal selbst. Wenn ich ChatGPT was frage, antwortet er als Kelvin. Ich denke, Alter, hör auf, das ist verrückt. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen auf LinkedIn gezeigt, dass du sogar eine KI kommentieren lassen kannst. Du siehst einen Post und dann kannst du den Knopf drücken, nett, lieb, kritisch, keine Ahnung, fachlich. Und dann drückst du drauf und eine KI kommentiert. Das heißt, wir sind jetzt am Anfang von dem Punkt, wo eine scheiß KI einen Beitrag von einer KI kommentiert und der Mensch sitzt nebendran und guckt zu. Das ist krank. Und das wollte ich verhindern. Ich habe immer gedacht, nö, das spiele ich nicht mit. Und wer mir schon länger folgt, gibt es welche, die mir schon länger folgen, vielleicht 1, 2 Jährchen, so ein bisschen. Ich sage ja immer, dieses Social Media macht mehr Social. Das ist kein Content Media. Vor ein paar Wochen habe ich abgeschlossen, sage ich, keine Chance. Du kannst denn nicht verhindern, dass jemand das Handy erfindet und dass es jeder nutzt. Das bringt nichts. Deswegen habe ich gesagt, alles klar, dann wird das, was ihr alle unter Social Media versteht, wird Content Media. Darauf wird es eh hinauslaufen. Stimmen werden ersetzt, dann das Gesicht. Ich habe schon alles getestet. Dann muss was anderes her, was Social Media ist. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Und das, was ich jetzt zeige, ist meine Kernstrategie, weil ich schon seit Jahren verfolge. Ich bin nicht auf Social Media, um 50€ Produkte zu verkaufen. Ich mache fast alles gratis. 80%, was es von mir gibt, kostet nichts. Und 20% kostet, und das ist aber dann meistens ein bisschen mehr Premium. Das heißt, wenn ich haben will, dass bei mir jemand Geld ausgibt, wenn ich Cashflow haben will, brauche ich Vertrauen. Wenn mir jemand vertraut, dann bin ich der Meinung, investiert man auch mehr. Natürlich will die Person auch wissen, ob ich gut bin, aber das wird vorausgesetzt. Du kannst heute niemanden mehr überzeugen mit, ich hab's drauf. Jeder hat's irgendwie drauf. Also zählt, dass wir den Menschen vertrauen. Und da habe ich mich gefragt, okay, wann vertraut man mir? Und ich habe so einen Spruch, ich sage immer, wenn die Leute wissen, dass ich Käsekuchen liebe, verdiene ich mehr Geld. Ihr lacht, aber fragt euch mal, was eure Zielgruppe über euch weiß. Wissen die, dass ihr gerne Käsekuchen esst? Dass ich zum Beispiel keinen Schrank aufbauen kann? Dass ich zu dumm bin, eine Excel-Tabelle zu lesen? Dass ich eine 2er KD bei Modern Warfare habe? Wissen die das? Weiß das die Zielgruppe? So, das ist mir wichtig, dass Sie das wissen, weil dann entdecken Sie Gemeinsamkeiten. Ah, der hat 2 Kids, Zwillinge, lebt in der asiatischen Kultur und irgendwo kriegt man einen Punkt, wo man sagt, cool, Elfa Jordans war jetzt gerade eine Gemeinsamkeit, was auch immer. Und das geht nur, wenn du transparent bist. Jetzt erzähl mir mal, wie das jetzt noch gehen soll auf Social Media. Transparenz? Das setzt sich nicht mehr durch. Ich habe es alles getestet. Du bekommst ja permanent vorgeschlagen, noch mehr Reels, noch mehr Content. Und ja, das ist die einzige Möglichkeit. Ich habe damit kein Problem. Mein Office heißt Content Creation Lab. Ich habe 2 Leute am Start. Ich kann jeden Tag 3 hochwertige Videos raushauen. Aber wer kann das schon? Wer hat denn Lust? Wer hat denn die Energie dafür? Das macht doch dann eher kaputt. Man ist doch eher gefrustet.
Und deswegen habe ich einen anderen Vorschlag. Ich habe mir das so vorgestellt. Ein Social-Media-Account ist, wie wenn du in eine Stadt reingehst und du kriegst ein Haus oder ein Ladengeschäft. Und dann musst du da jetzt irgendwie die Leute reinbringen. Und das wird immer schwieriger. Und da habe ich überlegt, geiler wäre doch, einen Verein zu gründen in der Stadt. Weil dann verdiene ich mit dem Verein, mit Mitgliedschaften. Und eigentlich geht es so darum, dass die Leute irgendwas zusammen machen. Ich muss gar nicht so viel machen. Ich stelle dann Trainer hin. Ne? Das wäre viel besser, so ein Verein. Oder am besten, ich gründe ein eigenes Dorf. Ich gründe eine eigene Community. So, ich mache das und ich bin so wie der Bürgermeister. Und wie verdient ein Dorf Geld? Indem der Bürgermeister hingeht und sagt, bitte bucht mich? Nee, es gibt andere Formate. Der Bürgermeister, Founder Summit, ist nur dafür verantwortlich, einen Ort zu schaffen, wo alle zusammenkommen, wo man sich kennenlernt und so weiter. Und damit lässt sich immer noch genug Geld verdienen. Das ist eine viel schönere Art, wie immer zu sagen, buch mich. Kauf du Sau. So, keine Ahnung. Also dieses aggressive immer buch mich und pitchen und so weiter. Meine Empfehlung ist, dass ihr immer noch auf Social Media aktiv seid, aber noch eine Plattform gründet, wo ihr dann eure Follower, eure Reichweite hinschickt. Und jetzt bitte, ich mache auch E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist super. Aber wo ich es kotzen bekomme, tut mir wirklich leid mit der Aussprache, mir wird richtig schlecht, wenn ich diesen Spruch höre. Ja, ich mache einen Social-Media-Post, verschenke was, dann kommen die in den E-Mail-Funnel, damit ich mit den E-Mails Vertrauen aufbauen kann. Ich muss erstmal mit den E-Mails Vertrauen aufbauen. Das habe ich noch nie verstanden, wie du mit 7 oder 10 E-Mails Vertrauen aufbauen willst. Mein Sohn ist 17, wenn er jetzt ein Mädel kennenlernt, was sagt er dann? Hey, ich trage dich ein in meinen Funnel, dann treffen wir uns wieder in ein paar Wochen, haben wir Vertrauen aufgebaut, dann können wir loslegen. Das funktioniert nicht. Vertrauen baut man auf, indem man mit Leuten direkt in den Dialog geht, über einen Livestream, über zusammen was machen, aber doch nicht über einen E-Mail-Funnel. Deswegen schickt die nicht in den E-Mail-Funnel, sondern auf eine extra Plattform. Es gibt verschiedene Plattformen. Es gibt Discord, für viele vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert, Slack, Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen geht auch technisch eigentlich geil, aber es liegt halt bei Facebook. Und Facebook ist sowas, ich kenne keinen, der sagt, ja, Facebook ist schon geil, doch. Es macht Spaß. Schön, ne? Auch so der Umgang miteinander ist super in Facebook. Kenne ich niemand. Wenn du in Facebook eine Community gründest, also ich würde irgendwo hinbringen mit einem Schutzgraben davor. Also da darf auch eine Überwindung der Registrierung sein. Was, Plattform? Soll ich jetzt die Plattform wechseln? Ein Plattformwechsel eliminiert alle, die nicht wirklich an euch interessiert sind. Und die, die mitgehen, die sind interessiert. Und ihr braucht keine große Community. Ihr erreicht mit 50 oder 100 Leuten mehr wie andere, die 5000 Follower haben. 100%. Ich selbst nutze School. Das ist von Sam Owens entwickelt worden. Ich habe euch mal den Link zu meiner Gratis-Community. Ich lade euch ein, guckt es euch an, das ist ein Blueprint. Also im Prinzip genau das, was ich da mache, könnt ihr 1:1 übernehmen. Ob ihr das jetzt auf School macht oder woanders, ist egal. Aber das ist die Plattform, wo ich die Community hinbringe. Da geht es nicht darum, dass ich den ganzen Content poste. Es geht um das Netzwerk, dass man sich untereinander unterstützt, austauscht. Darum geht es eigentlich. Und das ist halt der Fehler, den viele machen. Sie gründen dann eine Facebook-Gruppe, nur um dann wieder selbst sich in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, guck mal hier, 3 Tipps und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Zukunft darin liegt, dass man den Leuten noch mehr erklären muss. Ich glaube nicht, dass die Leute Wissen brauchen. Es gibt durchaus Branchen, ich denke da gerade so an Finanzen oder Versicherung, irgendwas. Es gibt noch Branchen, da musst du viel erklären. Aber in den meisten Branchen musst du nichts mehr erklären. Was die Leute wollen, ist nicht Wissen, sondern angewandtes Wissen, das nenne ich Erfahrung. Die Leute wollen kein Wissen, sondern Erfahrung. Und Erfahrung ist, wenn jemand spricht, wie er das Wissen angewandt hat. Und das geht nur im Dialog und das kann ChatGPT nicht. Das kann auch keine KI. Ich sage immer, wenn ich jetzt Personal Trainer wäre, würde ich, wenn jemand abnehmen will, wenn jemand 10 Kilo abnehmen will, würde ich ihm keine Trainingspläne schreiben. Wozu? Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass er das nicht alles weiß. Mit dem Typ muss ich eine Gehirnwäsche machen oder ich muss ihm Stories erzählen. Aber Trainingspläne ist was für Profis.
So, aber jemand, der abnehmen will, der weiß doch alles. Aber er will hören, mache ich das richtig? Feedback-Formate. Konzentriert euch auf Feedback-Formate. Entwickelt auf YouTube überall Feedback-Formate. Und Feedback-Formate könnt ihr in kleinen Communities posten. Willst du Feedback zu deiner Website? Komm jetzt auf diese Plattform. Ne? Also das sind so Formate, die verdammt gut funktionieren. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Spielt das Social-Media-Spiel. Macht das weiter, wir müssen es anders spielen. Also geht mit, nutzt diese ganzen Möglichkeiten, um noch krasseren Content zu erstellen. Akzeptiert es, dass es immer mehr Content-Media wird. Es wird nicht funktionieren. Also ihr wisst ihr, wenn du die Maschine betreiben kannst, geht das. Und wir sehen immer die Influencer, bei denen es funktioniert. Bei einem. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Wer von euch hier im Publikum würde sagen, mein Social-Media-Account, der steigt, der wächst. Bei mir läuft's, die Follower gehen hoch, Interaktion läuft, geht nach oben. Bitte Hand hoch. Könnt ihr euch angucken, die drei? Respekt. Ja, bei Sven weiß ich sogar. Wer sagt, also irgendwie, ich gebe mir Mühe, doppelt so viel, bei mir läuft gar nichts mehr. Hand hoch. Wer ist so mittendrin, so Durchschnitt? Ja, jetzt kommt die letzte Frage, wer hat überhaupt keinen Bock, die Hand zu heben, aber ist egal jetzt. Was ist mit den anderen? Wo seid ihr eigentlich? Also, ich sage einfach, es wird immer schwieriger. Ah, ihr macht kein Social Media vielleicht. Das kann auch sein. Und Leute, ich will euch noch eine kleine Motivation mit auf den Weg geben. Und das sind wirklich jetzt aus der Praxis. Ich bin ja gerade dabei seit Monaten, beobachte auch andere Communities. Ich habe zum Beispiel in der Community, das habe ich noch nie erlebt, das sind jetzt inzwischen fast 1000 Leute drin, 65% aktive Mitglieder, also 65% Interaktion. Wenn du jemanden fragst auf Social Media, wie deine Interaktion ist und er sagt, hier 3-4%, ist es oft hoch. Bei kleineren Accounts 8%, 10%, aber 65%. Ich habe eine andere Community, da sind 140 Leute drin, 100% Aktivität. Das ist krank. Der Schlüssel ist, holt weg von der Masse, wählt ein Thema, was euer Thema ist, wo ihr sagt, da brennt es bei mir am meisten und dann fangt ihr mit 5 Menschen an, nur mit 5 aus dem Freundeskreis. Komm, lasst uns tauschen, wie so ein Stammtisch. Lasst uns zu 5 treffen. Irgendwann seid ihr zu 10 und dann sind wir 20. Und ich sage es nochmal, das, was heute Abend hier stattfindet, das gilt es online zu bringen. Man kann dann in der Community gerne auch mal so einen Vortrag mit rein. Ihr kennt ja die Zeit der Mitgliederbereiche. Die war so, vor 4 Jahren hat es angefangen. Mitgliederbereiche, Memberships. Da bist du rein, dann hast du eine Bibliothek an Videos bekommen und dann war meistens noch so eine Facebook-Gruppe verknüpft, damit man sich halt auch austauschen kann. Das gilt es jetzt umzudrehen. Du gründest eine Community und der Austausch ist die Währung. Und gerne gibt es noch ein paar Bonusvideos dazu. Weil um die Leute in die Community zu bekommen, brauchst du schon ab und zu mal so, hey, guck mal, da ist noch ein bisschen Video. Aber der Austausch muss an erster Stelle stehen. Und wenn ihr heute heimgeht, gebe ich euch die Garantie, in 3-4 Tagen, wenn ich euch auf der Straße anspreche, wisst ihr von jedem Vortrag nur noch ganz, 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 ganz wenig. Ja, warte, er hat nochmal darüber gesprochen. Ja, doch, so 1-2 Dinge habe ich mir notiert. In einem halben Jahr könnt ihr es nicht mehr wiedergeben. Aber ihr sagt, in einem halben, dreiviertel Jahr war ein geiler Abend. Und darum geht's. Das bringt uns vorwärts, Emotion und nicht Wissen. Und Emotion resultiert aufgrund von Erfahrung, Storytelling, Wissensvermittlung und Austausch. Deswegen später die 45 Minuten austauschen. Denkt einfach mal drüber nach. Wie gesagt, ist alles noch ein bisschen früh. Wenn ihr die Botschaft mitnehmt, in einem Jahr, schätze ich mal, erinnert euch noch mal dran. Und wie gesagt, nehmt die Blaupause, ihr könnt alles hier gucken, wie das funktioniert. Ich wünsche euch noch viel Spaß und danke nochmal für die Einladung, für das geile Event. Vielen Dank. Applaus